Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 No Rules Projekt und ja, wir sind gerade hier noch am Düngen. Die Jungs oben haben gerade Maschinen ausgetauscht und ja, ich glaube, so wie ich das gerade gehört habe, leihen wir uns noch eine Spritze aus und dann gibt es auch noch ein neues Feld. Maltit. Ja, mal schauen. So, ich bin jetzt auch wieder am Feld. Ich bin jetzt hier auch gleich durch mit Düngen. Oh, es wächst sogar schon. Echt? Oh. Wunderbar. Und Unkraut ist auch schon am Start. Ja, das wollte. Ja. Das wollte Philipp, glaube ich, gerade klären. Na, jetzt geht's auf jeden Fall voran hier mit dem Dreschen, also. Jetzt geht hier nichts mehr schief. Alter, was eine enorme Breite, ey. Das findest du gut, sagst du, ja? Auf jeden Fall. Das... Ja, wenn du so auf einmal zwei Bahnen mit einem machst. Ja, das ist wohl wahr. Ein kleiner Unterschied ist da. Aber nur ein kleiner. Mal ganz minimal. Geringfügig. Bin quasi gleich fertig. Na dann. Ich muss gleich mal gucken, ob wir die anderen nicht auch mal ein bisschen ärgern. Oder wollen wir lieber unsere Ziele machen und die anderen sich prügeln lassen? Also, egal was es ist, ich bin dabei. Ja. Dann lassen wir uns mal was einfallen. Wir müssen nur gucken, dass wir die Felder fertig kriegen, weil es steht Regen auf dem Plan, ne? Hm. Also habt ihr das andere Feld jetzt schon gekauft? Nee, ich kann es aber jetzt machen. Dann würde ich da gleich weiter durchstarten, bevor es wirklich regnet. Ja. Dann können wir uns nämlich darum kümmern, dass das angesät wird und was. Ja. Wir könnten ja rein theoretisch auch bei uns hier auf der Insel Erntemissionen abschließen, wenn es nicht gerade regnet. Das stimmt. Jetzt, wo wir das Riesending haben. Ah, stimmt. Ey, ja, gute Idee. Gerade wenn wir, wenn es gerade wächst oder so, dann können wir Erntemissionen machen. Ja, super Idee. Vor allem, weißt du, was das Geile ist? Was? Wenn wir die Mission fertig machen, du musst ja nie alles abgeben. Genau. Da können wir selber ein bisschen Kohle machen. Ja, das ist richtig, ja. Noch zusätzlich. Oder packen sie uns ins Lager, wenn uns vielleicht mal so 2.000-3.000 Liter fehlen, bis zu 100.000. Sag, jetzt kannst du die Mission nicht abbrechen? Gehört dir das denn nicht? Nee, dann ist es, glaube ich, ja, dahin. Wenn du Mission abbrichst, ist es wieder weg, ja. Ja. Aber ich kann es ja mal testen. Nee, warte, dann zahlen wir Strafe, ne? Was? Sicher? Ja, ja. So, ja, gut. Was, wenn du was testest? Wenn du, wenn du jetzt sagst, ich nehme den Auftrag an und brichst ihn dann wieder ab, zahlst du Strafe. Oh. Okay. Ja. Ja, aber kannst du ja trotzdem mal testen. So hätten wir auf jeden Fall immer ein bisschen was raus. Kriegen Geld, dass wir das gemacht haben und dann noch ein bisschen Rohstoffe. Deswegen ist ja auch die Frage mit den Produktionen, weil die Geld bringen. Wie müssen wir an Geld kommen? Vielleicht ist das keine schlechte Idee, wenn wir so viele Missionen wie möglich machen. Wenn wir bei uns so weit auf dem Laufenden sind, wisst ihr? Ja. Ja. Das war da dann vielleicht. Oh, bin Freezy. Fertig. Oh, ja. Oh, und hier sind noch 5813 Liter Dünger drin. Das ist gut. Bring ich jetzt schnell noch zu uns zum Hof. Jo. Wohin muss ich überhaupt, ey? Ach du Scheiße.
Was denn? Na, mit dem ganzen Unkraut. Ja, ist dolle, ja. Mhm. Magst du mich eben abtanken, oder? Ja, ich versuch's. Na, ist nicht schlimm, sonst würde ich auch selber ranfahren. Ja, wäre gut, wenn du jetzt einmal selber ranfahren würdest. Kann ich machen. Ja, bloß, dass wir mal drüber gesprochen haben. Können Sie auch einen Schweinestall kaufen? Ja, da brauchst du halt so viel Futter. Scheiße, stimmt, ja. Oder einen Hühnerstall für Eier. Rechnet sich das? Ich würde eher tendieren zu Schafen. Oder Schafe, ja. Dann brauchen wir Gras-Equipment, ne? Ja, stimmt auch. Wir brauchen einfach eine Ja. Schmalen Taler lässt die sich drum kümmern und ist gut. Weil wir müssen so oder so irgendwann mit den Tieren anfangen. Das ist halt auch Aufgabe. Na gut, ja. Ich habe ja auch gesehen, es gibt eine Brauerei, aber ich weiß nicht, wie man die Betrieb nimmt. Das habe ich jetzt noch nicht herausgefunden. Den musst du, glaube ich, kaufen. Ich wollte auch mal testen wegen den Kompostmaster, aber ich habe den nirgendwo platziert bekommen. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat. Weiß ich jetzt nicht. Ich lager das, den Dünger neben unserem Hochsilo da. Ja. Wisst ihr, wo der liegt? So, ist abgeladen. Und abgeschlossen. So. Sehr geil. Da haben wir die Dreschermiete schon wieder raus. Das ist doch wunderbar. Und trotzdem noch 7000 Euro Gewinn gemacht. Ja. Muss jetzt hier noch angesät werden? Ja, angesät, Unkraut, Kalken. Ach, alles noch, okay. Ja. Sollen wir jetzt halb-halb machen oder nicht? Na, die erste Bahn außen ringsrum hatte Philipp schon komplett mit Raps gemacht. Das wäre jetzt hier vielleicht doof. Ja, dann machen wir jetzt einfach Raps drauf. Dann haben wir zu nur ein bisschen Geld. Ja, wollte ich gerade sagen, dann haben wir ein bisschen Geld, das reicht. Das ist doof, Philipp. Was denn? Wo ich mit dem Schneidwerk lang fahre, ist der Kalk wieder weg. Weil du so nah dran bist. Ja, es läuft doch. Jo. Du wirst, dass wir gleich wieder Kalk holen müssen. Könntest du mir dann eben schnell den Hänger mit zum anderen Feld bringen? Ja, klar. Den mit Raps nochmal auskippen fahren und dann... Ja. Helfer durften wir nicht einstellen, ne? Nee, leider nicht. Das. Kennst du denn das mit dem normalen Schneidwerk geerntet? Hörst du? Ja. Ja. Ich denke schon, ja. Okay. Getestet. Nö. Alles durchgetestet. Kann nichts schief gehen heute. So, ich lade dann eben nochmal ab und dann. Ja, dann komme ich und bring dir dann
Dann geh schnell ausleeren und dann bring ich dir den Hänger zum anderen Feld. So, mit dem anderen Drescher wäre ich jetzt gefühlt 2 Runden weiter gewesen. Mit dem sind wir einfach mal fertig. Das ist auch gut. Stellt sich halt die Frage, kaufen wir noch ein Grasfeld oder was? Ja, wollen wir mit Tiere anfangen oder? Wenn dann, ja, warum nicht? Dann, na gut. Würde ich vielleicht warten, bis auf Feld 6 was anderes ist, weil da haben wir ja dann Wiese 9 mit drin, wie wir schon festgestellt haben. Ach, hatten. Stimmt, ja. Aber Feld 6 sind momentan Sonnenblumen, da hätten wir jetzt kein Gebiss für. Also könnten wir nicht ernten. Ja, ich verstehe. Dann würde ich da warten, ja. Dann lass warten, bis da was anderes steht. Dann kaufen wir das Feld, ernten das und haben die Wiese. Oder, genau. Na gut, machen die Mission und bieten uns dafür das Fahrzeug. Geht schneller. Aber mir ist egal, wir können auch warten, bis wir was anderes auf dem Feld haben. Du bist wahrscheinlich gerade Kalk holen, ne? Ja. Beeil dich. Wir haben gleich 18 Uhr. Ich weiß nicht, ob bei 18 Uhr hochgeht oder bei 20 Uhr. Dann haben wir wirklich ein Problem. Bist du schon unterwegs zum anderen Feld? Ich fahre jetzt gerade dahin, ja. Gut, dann fahre ich jetzt eben hoch, schnall mir gleich den Anhänger an und dann. Sehr gut. Komme. Okay. Ich erscheine. Es reicht auch erstmal. Müssen wir die BGA noch kaufen oder ist sie schon unser? Das weiß ich jetzt auch nicht. Da müssen wir unseren Tester Philipp fragen. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die musst du kaufen. Bin mir also, aber nicht sicher. Oh. Schreib's bitte auf den Zettel, Philipp. Genau. Ja, ich notiere mir das. Ja, also Hörse kann ich dreschen, kein Problem. Wunderbar. So, und wir haben Raps 70.000 Liter. Oh. Na ja, gut, da kriegen wir es beim nächsten Mal auf jeden Fall voll und dann haben wir ein bisschen Geld. Ja. Auf jeden Fall können wir dann die 100.000 abgeben und dann den Rest verkaufen. Genau. Oh, das war ein Feld zu früh. Das ist aber schön rot. Oh oh. Was jetzt? Ja, das ist schlecht jetzt. Rücke oben oder was? Ja. Yep. Nö. Aber ich möchte mal so eine Behauptung rausgeben, hier ernten wir ein wenig mehr als beim Raps. McManus ist auch, kommt auch nicht rüber, Big Mac kommt auch nicht rüber, Lukas kommt auch nicht. Doch, er hat es geschafft, er ist noch rüber. Der ist länger, ja. Naja. Aber vielleicht. Stroh kriegst du da nicht raus, ne? Ach so, warte.
Doch, geht, ja. Wunderbar. Siehst du welches? Ja, jetzt ploppt das gerade so auf. Ah ja, bei mir jetzt auch, ja. Ja, ich würde sagen, hier ernt man ein bisschen mehr. Ich bin jetzt schon halb voll. Das ist wunderbar. Ist der Macht das Sinn, wenn ich jetzt noch eine Mission... Was denn? Wer ist da? Der Schiri? Ja, hallo. Oh, moin. Hör mal, man kriegt Punkt für jede Fruchtart, wofür man 100.000 Liter abgibt, oder? Ja. Alles genau. Klar, dankeschön. Das war's auch schon. Okay, gut. Danny, soll ich dir den irgendwo hinstellen? Ja, wenn du weitermachen willst, lass ihn gerade da stehen, ja. Okay. Kann ich euch irgendwie helfen? Eine werden wir nur Dings sein. Also noch einen Traktor. Ich werde jetzt noch das ansehen, was noch zu ansehen geht. Ah, gut, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Liken nicht vergessen. Schaut zur nächsten Folge vorbei und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Ciao. Tschüss.